Das Schönste an Weihnachten sind natürlich die Geschenke. Aber was genauso schön ist, dass wir wieder heute Gast sein können, und zwar im ersten Original Berliner Weihnachtszirkus. Ja, da sind wir am Olympischen Platz sozusagen, ne? Sascha, was gibt es hier wieder Neues? Was kannst du über den Zirkus sagen? Was für neue Attraktionen gibt es? Ich bin schon wieder ganz neugierig. Ja gut, uns gibt es jetzt schon seit 24 Jahren hier, daher Original Berliner Weihnachtszirkus. So lange gibt es keinen anderen in Berlin. Und getreu unserem Motto bieten wir jedes Jahr ein neues Programm mit lauter Sensationen. Und dieses Jahr haben wir wirklich ein sehr starkes Programm. Über die Sensation reden wir noch nicht. Wir reden über alles andere erst einmal. Aber natürlich, wir haben wirklich so ein starkes Programm jetzt. Wir wissen noch gar nicht, wie das nächstes Jahr zum Jubiläum 25 Jahre toppen sollen. Also die Leute können sich jetzt freuen, natürlich auf unsere Stammtiere, das Wichtigste bei uns im Zirkus, im Berliner Weihnachtszirkus, Flusspferd, Elefanten, Giraffen, viele Pferde, Kamele, Lamas, dann natürlich auch noch Hunde und Gänse, alles was dazugehört, was zum Zirkus gehört, an tierischen Attraktionen, natürlich auch an menschlichen Attraktionen, an Akrobaten, Luftakrobaten, Clownerie, alles was man sich beim Zirkus erwartet, haben wir dabei. Und dann natürlich dieses Jahr ganz speziell weißer Tiger und vier normale Tiger mit einer Frau im Raubtierkäfig. Die einzige Frau in Deutschland, die noch mit Tigern im Käfig arbeitet und die das erste Mal in Berlin zu sehen ist. Und fliegende Menschen aus Ungarn, die ganz oben unter der Zirkuskuppel den dreifachen Salto Mortale zeigen. Also Spannung pur und für jeden etwas dabei. Rund 2,5 Stunden Show. Jeder wird auf seine Kosten kommen. Sascha, ich habe jetzt immer noch mal ein böses Thema. Ist ja immer so, ne? Zirkus, Tiere, Menschen. Es ist manchmal so, dass gewisse Menschen gegen den Zirkus sind und gegen die Tiere sind. Sag mal was dazu. Ich sag mal, jeder muss sich seine eigene Meinung bilden, jeder hat seine eigene Ideologie. Fakt ist, in Deutschland, wir haben ein Tierschutzgesetz. Das Tierschutzgesetz funktioniert wunderbar. Unsere Gegner behaupten immer das Gegenteil, aber wir haben regelmäßig Kontrollen vom Veterinäramt und auch natürlich von der Naturschutzbehörde, die wirklich auch schaut, woher kommen die Tiere, vor allem die exotischen Tiere wie Elefanten. Ist das alles ordnungsgemäß gelaufen, dass sie nach Europa gekommen sind? Heutzutage kommen keine mehr aus der freien Wildbahn. Die es jetzt noch gibt, wie unsere Elefanten oder unser Flusspferd, sind vor knapp 40 Jahren nach Europa gekommen. Also als junge Tiere. Moment mal, 40 Jahre. Nilpferd ist jetzt auch 40, oder wie alt ist euer Nilpferd? Unser Nilpferd ist 42 Jahre alt. 42 Jahre, also normal wird ja Nilpferd in der Wildbahn, kann man sagen, so circa 25, 30 Jahre. Und euers ist schon so alt? Ja, unser Nilpferd, der genießt es und er kann auch, also das älteste Nilpferd in Europa in menschlicher Obhut ist 60 Jahre alt geworden. Klar, freie Wildbahn hört sich immer schön und gut an, aber wenn man sich überlegt, wenn wir jetzt noch frei leben würden als Höhlenmenschen wie früher, ich glaube, wir würden auch nicht so alt werden wie heute. Und klar, unsere Tiere haben natürlich tiermedizinische Versorgung, werden keinen Gefahren ausgesetzt und werden rund um die Uhr gepflegt und gehegt. Thank you.
Draußen wird es schon langsam voll, ja, die Show fängt gleich an. Wir durften jetzt dieses Interview noch mit dir führen. Wie sind jetzt die Öffnungszeiten, wie viele Menschen passen rein und wie lange gastiert ihr hier jetzt in Berlin? Also wir haben jetzt heute unseren großen Premierenabend und sind bis zum 7. Januar hier, haben immer von Mittwoch bis Sonntag Vorstellungen vor Weihnachten. Ab Weihnachten, ab den Weihnachtsferien haben wir dann jeden Tag Vorstellungen, bis zu 2 Vorstellungen am Tag. Aber es ist sehr unterschiedlich, sollte man sich am besten im Internet raussuchen oder auch in der lokalen Presse. Da wird es auch immer schriftlich geschrieben oder unsere Flyer, die überall verteilt sind. Oder einfach bei uns anrufen. Also unsere Damen an der Ticket-Hotline geben gerne auch bloß Auskünfte. Und was natürlich auch noch so ein Highlight ist zur Weihnachtszeit, unsere Vorstellung an Heiligabend, wo die Kinder beschenkt werden, wo wir natürlich auch nur eine Vorstellung haben um 16 Uhr, perfekt, ist genau zu Ende vor der Bescherung. Oder dann eben unsere große Silvestergala mit Tanz und Musik in der Manege, wo wir gemeinsam mit unseren Artisten und dem Publikum ins neue Jahr feiern. Also der Abend geht teilweise 6 bis 7 Stunden, ist auch schon so eine richtige Tradition hier in Berlin geworden, mit großem Feuerwerk, natürlich hier im Olympischen Platz. Einfach herrlich, tolle Atmosphäre. Schöner kann man Weihnachten und Silvester nicht verbringen in Berlin. Sascha, 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 ich bin begeistert. Also es war wirklich ganz toll und ich kann nur jedem empfehlen, der gerne mal einen Zirkus besuchen möchte, hier zum Weihnachtszirkus zu euch zu kommen. Es ist mollig warm hier drin, es ist eine tolle Attraktion, die geboten wird. Die fliegenden Menschen in der Luft, die Tiere, es ist alles ganz fantastisch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Abschließende Worte von dir? Eine herrliche Premiere. Es war einfach toll. Publikum wieder begeistert. Wir haben es richtig gemacht. Wir haben die richtigen Artisten und die richtigen Tierlehrer ausgesucht, die wir jetzt das erste Mal in Berlin präsentiert haben. Und ich denke, die Mundpropaganda wird die nächsten Tage noch voller machen, als es jetzt schon im Vorverkauf ist. Genau. Wir sehen uns im Berliner Weihnachtszirkus. Meistern und seine